servus, grüß euch. Es ist Freitagmittag und ich habe nichts Besseres zu tun bei 2 Grad plus leichter Schneedecke und leicht gefrorenem Boden zu sondeln. Schauen wir mal, ob was geht. Das ist der Acker vor meiner Haustür. Ich habe den schon mal ein bisschen angetestet und dabei ja gleich die Silbermünze gefunden. Und heute möchte ich mal ein bisschen näher anschauen. Ich hatte jetzt ein schönes 80er-Signal und das ist zum Vorschein gekommen. Kann sein, dass es irgendein Schrottteil ist oder was, aber die Oberfläche schaut komisch aus. Und wenn ich daheim bin, mache ich es mal sauber und dann, wenn es was Schönes ist, blende ich es euch ein. Bin ich seit 10 Minuten unterwegs, mir ist jetzt schon kalt. Toll! Oh, das wäre so ein schönes Signal gewesen, war hochkant drin, ich habe mich schon gefreut, Münze, aber war leider nur irgendein Sprengring oder Ring oder sowas. Leute, es ist ganz schön kalt. Ist noch jemand von euch so verrückt wie ich bei dem Wetter? Ja, jetzt habe ich ein komisches Teil gefunden. Ich denke mal, das ist von der Taschenuhr oder irgend sowas. Ich muss mal googeln. Vielleicht finde ich irgendwas dazu und dann teile ich es euch mit. Oh, und da habe ich mal eine Gürtelschnalle gefunden, wenigstens etwas heute. Leider fehlt der Mittelstift, aber sonst schaut sie richtig gut aus. Die wird gleich sauber gemacht daheim. Cool, und jetzt ab nach Hause. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, jetzt ist es wieder Freitag, eine Woche später. Ich habe letzten Freitag ziemlich schnell abgebrochen, weil es eine einzige Schlammschlacht war, wie man auch noch am Spaten erkennen kann. So, heute Vormittag, es ist um 9 Uhr ungefähr, werde ich mir dieses Wiesenstück da mal anschauen. Und Nachmittag treffe ich mich mit einem Kollegen, da fahren wir dann nochmal an einen guten Platz, wie er meint. Wird heute ein Sondertag, was soll man sonst machen, gell, wenn man frei hat? Wir sind halt so verrückt. Und ich hole euch dazu, wenn ich was Interessantes gefunden habe. Was für ein Hammerteil. Vierkant, Sechskant. Ich denke mal, könnte von einem Bulldog sein, von einer Deichsel oder sowas. Ja, sehr, sehr viele Eisensignale. Nichts Schönes, Sauberes bis jetzt. Na, schauen wir mal weiter. Ja, ich hatte schon ein bisschen Pipi in der Hose beim Graben, weil das hier doch eine sehr kritische Gegend ist. Aber es war nur ein Blech. Aber am Anfang hat es komisch ausgeschaut. Ja, toll, super. Viertelstunde gegraben für ein Stück Blech. Ja, gehört auch dazu. Findet man auch. Ich kann aber leider nicht mehr erkennen, was das für Kaliber oder was das für eine ist. WE kann ich erkennen. Muss mal meinen Kumpel fragen oder mal googeln. Und die nächste gefunden, da kann man gar nichts mehr erkennen. Ich bin auch zu unerfahren, dass ich sagen könnte, das ist vom Jäger oder keine Ahnung. Ich würde mich aber freuen, wenn sich einer da auskennt und mir sagen könnte, ja, das ist vom Weltkrieg oder bla 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 und mir dann vielleicht in die Kommentare schreibt. Blitzschnass und sternvoller Dreck habe ich jetzt den ersten Teil, also von dem Zaun bis hierher der Wiese abgesucht. Das muss ich anders mal machen, weil jetzt geht's heim zum Umziehen und dann geht's ab zur nächsten Location. Wie verrückt wir eigentlich sind. Das ist die zweite Location für heute. Fangen wir mal bei der Wiese an und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Na, bin mal gespannt, was da rauskommt. Der erste einigermaßen schöne Fund. Ein dünnes Alublech mit Verzierungen drauf. Sagt mir null. Müssen wir uns mal schlau machen. Oder ihr wisst es. Dann schreibt es mal bitte in die Kommentare.
und die erste Münze ist gefunden. Man kann bloß erkennen, ein Pfennig. Hinten drauf ist eine Art Wappen. Ich mache das sauber und dann blende ich es euch ein. Da sieht man das Wappen jetzt ein bisschen besser. Und dann haben wir einen schönen heiligen Anhänger gefunden. Hinten, glaube ich, ist die Jungfrau Maria drauf. Und vorne drauf ein Kreuz. Kann man nicht wirklich was erkennen, aber schaut richtig geil aus. Schöner Fund, weiter geht's. Habe ich ein viereckiges etwas gefunden. Mit römischen Zahlen drauf, nehme ich mal an. Puh, keine Ahnung, es ist schwer. Weiß nicht, was das ist. Die nächste Münze ist gefunden. Hinten haben wir Wappen. Mein Freund ist gerade am Durchdrehen, weil er da hinten einen Heller gefunden hat. Boah, die ist so platt. Aber ich denke mal, das ist ein Pfennig. So, leicht aus der Atem. Wir haben uns natürlich den leichtesten Weg ausgesucht. Mein Kollege möchte auch noch die Höhle da drüben mal anschauen. Ich komme da nicht mehr rüber. War ein bisschen steil. Kann man gar nicht so erkennen. Und die nächste Münze am Start. Ein Pfennig von 1900 oder 1800. Keine Ahnung.